Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder der Goodie mit einem weiteren Guide zu Dishonored 2. Und zwar geht es heute um die Trophäe Lieder von Zerkanus. Ihr seht, wir befinden uns hier in Mission 2 und zwar kurz vor der Edermeyer Station. Ich denke mal, das ist die einfachste Stelle der Band generell. Dort, wo ihr sie auf jeden Fall antrefft, wenn ihr nicht zu viel Randale vorher gemacht habt. Also ihr müsst zusehen, dass ihr in der Nähe der Band halt ja keine Wachen tötet oder sonst irgendwas, sondern da wirklich relativ vorsichtig herangeht. Dann stehen die dort und können von euch beobachtet werden. Hier sind wir bereits in Mission 6. Die Band gibt es im Spiel insgesamt dreimal zu begutachten. Und auch hier solltet ihr auf alle Fälle, selbst dann, wenn ihr euch dafür entscheidet, den Vizeaufseher hierher mitzubringen und halt dementsprechend neutral zu sein und überhaupt gar keine Randale zu haben mit den Heulern, solltet ihr trotzdem vorher hier in das Gebiet reinschleichen. Mein Weg jetzt hier ist ein bisschen zu ausführlich, sage ich mal. Man hätte vielleicht hier runtergehen können, aber nein. Ich muss erstmal da drüben auf dem Balkon und alles ausschalten, was da ist. Das geht natürlich auch. Dann ist die Band trotzdem da, weil die Randale ohne Entdeckung stattfindet vor der Bar noch. Allerdings, wie gesagt, das ist unnötig. Ich habe hier ein bisschen übertrieben, deswegen spule ich hier auch gerade dreifach vor. Also ihr solltet, bevor ihr euch für irgendeine Seite in Mission 6 entscheidet, hierhin und die Band, so wie wir es gleich gemeinsam machen werden, beobachten. Dann muss ich dazu sagen, ich habe das jetzt schon zweimal gemacht im kompletten Spielverlauf. Ich habe beide Male den Erfolg nicht erhalten. Das ist also wirklich sehr, sehr schwer. Allerdings muss ich auch gestehen, dass ich in Mission 6 mir kein komplettes Lied angehört habe. Also das scheint wohl dann irgendwie doch der Grund zu sein, obwohl ich habe also wirklich im Internet gesucht und so viele sagen, es reicht, wenn man ganz kurz ein bisschen was vom Lied hört, war bei mir definitiv nicht der Fall. Ich habe in Mission 2 das Lied komplett gehört, ich habe es in Mission 8 komplett gehört und hier habe ich es nicht komplett zugehört, der Band. Also da müsst ihr wirklich dann hier vorne, wo ich jetzt hier bin, ich gucke extra noch mit dem Fernrohr, da müsst ihr die Band beobachten und zwar wirklich von dem Moment an, wo sie anfängt zu spielen, bis zum Ende. Wenn ihr so wie jetzt hier mittendrin dazukommt, wartet, bis sie einmal ihre Instrumente herunterlegen und das Lied neu beginnen. Und dieses Lied hört euch auf alle Fälle komplett an, weil wie gesagt, das habe ich in Mission 6 nicht gemacht. Ich habe den Erfolg nicht erhalten, aber natürlich kann ich euch trotzdem zeigen, wo sie zu finden sind. Wir sind bereits hier in Mission Nummer 8 angekommen. Ein weiterer ganz wichtiger Hinweis, raubt keine Schwarzmärkte aus. Auf gar keinen Fall Schwarzmärkte ausrauben, habe ich gemacht in einem meiner Durchgänge. Hatte ich nur wirklich den allerersten Schwarzmarkt ausgeraubt gehabt und ja, die Band tauchte in Mission 8 nicht auf. Ganz, ganz ärgerlich. Deswegen habe ich ab dem Moment Schwarzmärkte nie wieder ausgeraubt. Egal ob Hochchaos oder Niedrigchaos, das ist auch ganz egal. Ich habe es also einmal gemacht mit niedrigem Chaosstatus, einmal mit hohem Chaosstatus. Also das ist ganz egal. Aber keine Schwarzmärkte ausrauben. Wie gesagt, selbst im hohen Chaosmodus war die Band da, wenn ich halt keine Schwarzmärkte ausgeraubt habe. Wie gesagt, das ist jetzt hier der Weg hin. Und dann soll der Erfolg, die Trophäe normalerweise in dem Moment kommen, wenn ihr die Band nicht mehr hört. Also ihr steht da vor der Band rum, hört euch in Ruhe das Lied an. Wenn ihr denn halt wie ich zum Beispiel hier neutral seid, das kommt glaube ich auch drauf an, wie man sich vorher entschieden hat bei Abele. Ne? Abele hieß er so? Ich glaube ja, so hieß er. Was wir genau mit dem gemacht haben, ich glaube da kommt auch drauf an, ob da aggressive Heuler sind oder nicht. Aber das ist egal, ihr könnt sie natürlich wie gesagt mit dem Fernglas beobachten. Ich gehe sowieso jetzt von hinten ran, einfach nur damit ihr sehen könnt, wie es wäre, wenn ihr Aggro-Gegner habt, wie ihr das machen könnt, trotzdem vernünftig an die Band heranzukommen. Es reicht wirklich, also auch das habe ich gegoogelt, wenn ihr die Band nur von irgendwo mit dem Fernrohr sehen und hören könnt. Das reicht vollkommen aus, aber das komplette Lied solltet ihr wirklich auf jeden Fall sicherheitshalber mitnehmen. Erstreckt sich über drei Missionen, ansonsten müsst ihr halt einen komplett neuen Durchgang starten. Deswegen glaube ich, ganz, ganz wichtig darauf zu achten. Und da neben mir sehen wir schon die Band, wie gesagt, das war jetzt hier der hintere, der Schleichweg sozusagen, aber da ich hier keine aggressiven Gegner habe, kann ich jetzt natürlich auch von vorne herangehen.
Auch ein Ansprechen der Band hat auch nicht geholfen. Auch das habe ich gemacht gehabt. Also es muss wirklich die Geschichte sein mit Lieder komplett hören, was ich wie gesagt leider in Mission 6 nicht gemacht habe. Aber hier habt ihr auf alle Fälle die Locations, alle drei Locations der Band. Macht in der Nähe keinen Ärger, raubt keine Schwarzmärkte aus und dann sollte das hoffentlich alles funktionieren. Ich hoffe, der kleine Guide hier hat euch auf alle Fälle geholfen und gefallen. Wenn dem so war, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, vielleicht den Kanal abonniert, dann verpasst ihr hier kein neues Video. Und ansonsten würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, euch im nächsten Guide wiederzusehen. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goody. Vorsicht mit dem Schwert. Die Garde mag das nicht. Trying to speak is only words. A scream.